Herzlich willkommen bei Patricia Germania, dem Kanal für ganzheitliche Gesundheit, Körper, Seele, Geist im Einklang. Heute verrate ich euch meinen Trick 17, wie der grüne Smoothie auch schmeckt. Auf die Idee kam ich wegen meiner Freundin. Ich habe dir das Rezept für einen grünen Smoothie gegeben, die hat das ausprobiert, hat mich zurückgerufen, hat gesagt, du, den Scheiß mache ich nie wieder, das schmeckt ja fürchterlich. Wenn ihr anfangt mit der gesunden Ernährung, dann sind eure Geschmacksnerven noch nicht so sensibel, dann seid ihr noch geeicht auf dieses Alte und dann schmeckt das einfach nicht so. Und deshalb verrate ich euch jetzt einen kleinen Trick für den Übergang, wie auch der wirklich gesunde Smoothie richtig lecker schmeckt. Wir brauchen ein bisschen Weißkraut, Salatgurke und Zucchini. Salatgurke macht immer frisch. Wenn ihr Salatgurke irgendwo reinmacht, das gibt immer einen frischen Geschmack. Wenn ihr Säfte macht und mögt ihr nicht, Salatgurke rein. Das übertönt immer den Geschmack und ihr habt einen Geschmack nach Frische. Dann brauchen wir ein bisschen Obst. Dann habe ich hier mal eine Orange. Dann habe ich hier noch eine Mandarine. Dann machen wir rein MSM Schwefelpulver. Und dann machen wir rein für schöne Haare Boxhornkleesamen. Irgendetwas vergesse ich immer rauszulegen. Upsala, gefrorene Bananen kommen noch rein. So, ganz einfach. Falschen Knopf gedrückt. Dann brauchen wir noch einen Mixer. So, ich glaube, ich habe euch im Bild. Einfach in den Mixer. Die gröberen Zutaten nach unten, machen wir hier den Weißkohl rein. Die Faustformel für einen Smoothie ist immer 1:1, also die Hälfte Obst, Hälfte Gemüse, dann seid ihr auf der sicheren Seite. So, Orangen. Und die Bananen machen wir mal ein bisschen in die Hälfte. Es ist einfacher, wenn ihr die vor dem Einfrieren zerschneidet. Ja, learning by doing. So, dann kommt noch ein bisschen rein. Bei dem MSM, bei dem Schwefelpulver, müsst ihr aufpassen, wenn ihr damit anfangt. Das entgiftet sehr, sehr stark. Am Anfang wirklich eine kleine Dosierung. Das reicht schon. Markus Rotkranz empfiehlt in seinen Büchern 3 bis 9 Esslöffel am Tag. Da müsst ihr euch aber wirklich langsam reinschleichen. Bisschen MSM drüber. Und Boxhornkleesamen. Da nehme ich einen vollen Löffel. Was ihr dann noch braucht, ein bisschen Filterwasser. Sonst mixt das nicht. Der braucht immer ein bisschen Wasser, die Smoothie, zum Mixen. Sonst drehen die Messer durch. Deckel drauf und einschalten. Ist der normale grüne Smoothie fertig. Das ist so der Zeitpunkt, an dem Männer und Kinder normalerweise fluchtartig die Küche verlassen. Also denken, nee, gesund, schmeckt nicht. Dann machen wir jetzt einen Trick. Aufmachen. Die geheime Zutat. Entöltes Kakaopulver. Ihr könnt auch die Nupsis nehmen. Ich sehe halt immer zu, dass es sehr preiswert wird, damit es sich jeder leisten kann. Das ist dieser Backkakao, dieser entölte. Es ist keine bezahlte Werbung. Ich kriege hier kein Geld dafür.
Aber wenn ihr das reinmacht, das schmeckt echt lecker. So, da könnt ihr jetzt richtig schön, ist ja ein großes, das sind jetzt ungefähr 1,5 Liter. Machen wir mal, ja, gute 2 Löffel rein. Ihr könnt es jetzt noch ein bisschen länger mixen lassen, da ist noch dieser rote Rand, der grüne Rand. Das ist jetzt ein grüner Smoothie, der nach Kakao aussieht und auch nach Kakao schmeckt. Und jetzt einfach guten Appetit. Total lecker. Das schmeckt jetzt ein bisschen wie diese Zartbitterschokolade mit Chili und Orange. Ein richtig, richtig leckerer Geschmack. Es sieht nicht mehr grün aus, also auch tragbar für Männer und Kinder. Und so schafft ihr einfach einen ganz leichten Übergang zur gesunden Ernährung, so dass auch wirklich Männer und Kinder begeistert sind von gesunder Ernährung. Das nächste Rezept, das ich euch, muss noch mal kosten. Total lecker. Das nächste Rezept, das ich euch vorstellen werde, hat mit dem hier zu tun. Sieht erstmal witzig aus. Das sind Fruchtwraps. Das sind gemahlene, getrocknete Früchte, die man dann richtig schön einrollen kann und ganz tolle Rezepte draus machen kann. Und was das für tolle Rezepte sind, das zeige ich euch in meinem nächsten Video. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen mit meinem Trick 17. Im Abspann wie immer ein paar Bilder von mir mit meinem Weg durch die Rohkost. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und alles Gute, eure Patricia Germania.